Hallo, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Game Talk Spezial. Ich habe mir heute Svenja eingeladen. Svenja, schön, dass du hier bist. Hi. Svenja, du bist blind und Gamerin und ich möchte heute mit dir mal darüber sprechen, wie machst du das eigentlich? Also Videospiele spielen, was hilft dir dabei und wo liegen vielleicht auch die Grenzen dessen, was für dich möglich ist in der Interaktion mit Spielen? Und das Ganze machen wir heute in Kooperation mit unserem Partner der Aktion Mensch. Und mit einem Los der Aktion Mensch habt ihr nicht nur die Chance auf tolle Gewinne, sondern ihr unterstützt auch viele Projekte für soziale Inklusion. Und viele Projekte haben auch was mit Gaming tatsächlich zu tun. Es gibt Gaming ohne Grenzen oder Level Up. Das sind beides Projekte, die jungen Menschen mit einer Behinderung die aktive Teilnahme an der Welt des Gamings ermöglichen sollen. Und damit können wir beides, wenn ja, eigentlich auch mal einsteigen. Wie bist du denn eigentlich so zum Gaming gekommen? Also wann hast du damit angefangen und was war so dein erstes Spiel? Ja, also das allererste Spiel, wenn man so will, war, als ich noch relativ klein war. Damals gab es ja schon so was wie den Gameboy. Mhm. Und meine Schwester hatte ein Nintendo E64 oder N64, mhm, keine Ahnung gerade mehr, wie das Ding genau hieß. N64. N64, genau. Und da gab es ein Spiel namens Pokémon Stadium. Ja. Und da konnte man so kampfbasiert Sachen machen. Und ich wusste genau, was muss ich da drücken. Also habe ich mir immer meine Schwester geschnappt. Die hat das Spiel für mich angemacht und den Rest habe ich alleine gemacht. Das war so mein erster Berührungspunkt. Und dann kam lange nichts. Okay. Und dann habe ich 2012 mit textbasierten Rollenspielen angefangen. Die nennen sich Multi-User-Dungeons. Mhm. Das sind so textbasierte Games. Da steht einfach alles auf dem Bildschirm und man muss die Sachen, die man machen will, eingeben. Sowas wie öffne Tür, mhm, nimm Waffe, keine Ahnung, ne? Und das habe ich dann sehr lange gespielt. Ab und zu auch mal ein paar Audio-Games. Und dann 2021 mit Hearthstone angefangen. Und mhm, da bin ich dann hängen geblieben. Ja, cool. Lass uns doch noch mal zu den Spielen, die du genannt hast, zurückgehen. Bei Pokémon Stadium hast du beschrieben, dass du dann genau wusstest, was du da machen musst. Was hat das Spiel damals gehabt schon, dass dir das möglich war, quasi zu verstehen, was ist deine Aufgabe jetzt? Eigentlich gar nichts. Es war einfach so, dass die Arena-Kämpfe ja angesagt wurden von so einem Sprecher. Mhm. Und ich wusste dann in etwa, welche Attacke auf welcher Taste liegt und was muss ich drücken. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber auf jeden Fall muss mir das wohl mal meine Schwester gesagt haben oder so. Also ja, es war halt einfach unbeabsichtigt drin. Ja, und das Zweite, was du beschrieben hast, diese textbasierten Adventures, ist natürlich eigentlich, ist das eine ganz alte Spielart so? Das gab es ja quasi schon, bevor es Grafik-Adventures gab, so aus technischen Gründen. Aber ist natürlich dann auch was, was einem dann entgegenkommt, wenn das eben funktioniert über, du gibst dann einfach ein, welche Interaktion in der Spielwelt stattfinden soll. Und ja, dann bei Hearthstone gelandet. Jetzt hast du uns ja schon ein paar Spiele genannt, die du gespielt hast oder die du gerne spielst. Gibt es vielleicht auch Genres oder Arten von Spielen, die du gerne spielen würdest, wo du aber sagen musst, ja, nee, die bringen einfach nicht die Möglichkeiten mit. Also diese Genre bleibt mir völlig verwehrt, obwohl es mich interessieren würde. Am liebsten alles. Aber ja, um ein paar Beispiele zu nennen, Anno 1800, also so Aufbauspiele, ja, würde ich sehr gerne spielen, aber ist einfach dadurch, dass so viel passiert, mhm, nicht möglich, zumindest noch nicht. Ich bin ja immer eher optimistisch und sage, irgendwann geht das, aber bis dahin, ja, leider nicht. Oder aktuellstes Beispiel, Enshrouded, ja, so Survival-Sachen. Das wäre zum Beispiel auch was. Und natürlich so Simulationssachen, so wie den Landwirtschaftssimulator, den mein Freund spielt, mhm, oder halt auch Kumpel von mir hat so Simulatoren gespielt, wo man Bus fahren musste, ja, oder so. Und sowas würde mich halt auch interessieren, aber ja, geht leider noch nicht. Hm. Also du glaubst, es liegt teilweise auch daran, wenn in den Spielen einfach zu viel passiert, was dann zu schwierig vermittelt werden kann, wie jetzt bei Aufbaustrategiespielen, dass da einfach sehr viel Gewusel auf dem Bildschirm ist und sehr viel Input zu verarbeiten wäre, dass das tatsächlich schwierig, ja, ist. Und gibt es gleichzeitig aber auch Genres, wo du sagst, ja, die haben sich weiterentwickelt und die nehmen auch auf mich Rücksicht und bieten mir Möglichkeiten an, sie zu spielen, wie zum Beispiel, mir würde jetzt sowas wie Grafik-Adventures in den Sinn kommen, wo ich mir vorstellen kann, dass das gut funktioniert. Also, wo es mich echt überrascht hat, war jetzt mit Forza Motorsport. Mhm. Bis jetzt gab es nur so
damals haben Blinde immer so Topspeed gespielt. Das war auch so ein Autorennspiel, aber halt in reiner Audioform. Mhm. Und jetzt kann man halt Forza Motorsport komplett blind spielen. Man kann ja auch einiges einstellen. Mhm. Das ist schon Wahnsinn. Oder halt eben auch Rock the Investigator, was ja so ein Click-and-Point-Adventure ist, mhm, wo ich nie gedacht hätte, dass das irgendwie geht. Button, flower, decoration, front door, decoration. Ah, das. A decorative blanket, maybe? Looks sturdy. I should take it. You got a blanket. Mhm. Oh, sehr schön. Open the inventory with escape or mouse right click. Und es funktioniert. Ja. Das hat mich auch sehr, also auch, dass es jetzt sogar fürs iPhone gibt es das jetzt. Das kam jetzt die letzten Tage raus. Und selbst das könnte ich komplett mit dem Screen wieder spielen, der da drauf ist. Und bei Forza, das ist jetzt wahrscheinlich auch so der aktuelle Teil. Das hat sich wahrscheinlich auch erst über die Jahre entwickelt, dass die solche Features da eingebaut haben. Ne? Ja, das kam jetzt mit dem aktuellen Teil, ja. Mhm. Sehr schön. Hätte ich, ist jetzt nicht das naheliegendste Genre, aber schön, dass sie bei so einem Titel wie eben Forza, also einem großen Rennspiel, auf sowas dann Rücksicht nehmen und da entsprechende Features auch einbauen. Ja, und was mir auch gerade einfällt, The Last of Us, mhm, 1 und 2, die Remakes, ja, die gibt es ja leider nur für die PS5 aktuell. Mhm. Aber wenn es die für den PC gäbe, auch wenn das sehr viel Kampfsachen sind, ja, das oder auch Diablo 4 hat ja auch sehr viel Accessibility-Optionen. Mhm. Und da ja, hätte ich es auch nicht für möglich gehalten. Also Last of Us Part 1 Remastered gibt es mittlerweile, glaube ich, für den PC. Das haben sie später dann nochmal portiert. Also wenn du da mal reinschauen willst, ich glaube, es ist gut, dass du es ein bisschen hast liegen lassen, weil das am Anfang ein paar technische Problemchen hatte, aber das könntest du jetzt noch mal angehen. Und das stimmt, mir ist das auf der PlayStation auch schon aufgefallen damals, dass die wahnsinnig viele Accessibility-Optionen ergänzt haben für diese Neuauflagen. Und es ist cool, wenn große Studios und große Firmen das einfach auch auf dem Schirm haben und da an die Spiele noch mal angehen und sagen, okay, das ist jetzt für uns auch eine signifikante Verbesserung für eine Neuauflage von einem Spiel. Also könntest du jetzt noch mal ausprobieren. Ja, und was ich auch sehr empfehlen kann, da kommt jetzt auch bald noch mal eine Version raus mit Audiodeskription, das mhm ist As Dusk Falls. Ja. Das ist ein Spiel, da trifft man Entscheidungen. Und je nachdem, welche Entscheidung man trifft, verändert sich der Spielverlauf. Mhm. Und das habe ich schon zweimal auch durchgespielt in meinem Stream, auch mit anderen Leuten teilweise. Mhm. Und das hat mich auch total geflasht, dass das so gut funktioniert hat, weil da hast du dann teilweise Verfolgungsjagden und was weiß ich, also das ist schon richtig krass. Und da sagtest du gerade, da hat dir dann Audiodeskription bei geholfen, das zu spielen? Die gibt es da jetzt noch nicht, also deswegen war jetzt in den Szenen, teilweise wusste ich dann nicht so hundertprozentig, was passiert, mhm, aber das kommt jetzt demnächst. Okay. Ist, bedeutet Audiodeskription das gleiche wie zum Beispiel so ein Screenreader? Also nein. Okay, dann erklär gerne mal den Unterschied, weil ich habe häufig gelesen, auch jetzt in der Vorbereitung, dass solche Screenreader-Programme auch eine große Hilfe sein können, wenn man eben nicht sehen kann. Genau, ein Screenreader ist das Programm, was mir alles auf dem Bildschirm vorliest. Mhm. Und Audiodeskription, das hast du ganz oft in Kinofilmen. Da gibt es auch eine entsprechende App, die nennt sich Greta. Da kann man das dann dazu schalten. Da wird einem dann erzählt, was in der Szene jetzt passiert, wie die Leute aussehen, mhm, und sowas. She surveys the apartment. Her eyes wander to Joel. She steps past the couch. He wears the wristwatch Sarah gifted him, which now has a cracked face. Der Screenreader ist quasi nur eine 1:1 Wiedergabe von, das ist der Text, und die Audiodeskription wäre eher nochmal der Kontext außenrum und auch Sachen wie Handlungen oder Verläufe tatsächlich dann nochmal, ja, wiederzugeben. Genau, das heißt, das hatte ich zum Beispiel in Diablo 4 in der Intro-Szene schon. Da, mhm, wurde dann alles gesagt, was da gerade passiert. Und das fand ich auch sehr spannend, weil ich das vorher noch nie irgendwie hatte. Mhm. Und bei Hearthstone zum Beispiel, da verwendest du aber dann auch einen Screenreader tatsächlich. Ja. Ne? Weil das Spiel bringt von Haus aus, obwohl das jetzt schon, ich glaube, über 10 Jahre auf dem Markt ist, es hat keine Unterstützung für dich, sonst wäre sonst für dich nicht spielbar, ne? Genau. Und dadurch, dass halt die Community da was gebaut hat, mhm, geht das. Deine Hand bereit. Mhm. Gegen 18 Gesundheit. Ah, der hat noch bereit. 4 Mana. Verursacht 6 Schaden. Flammenstoß 2 von 7 Mana. Pyroschlag 3 von Spiegelbild 1 Mana. Wie ist denn das, jetzt sagst du, die Community hat da was gebaut. Ist das so,
dass man sowas immer zuschneiden muss auf, okay, ich habe hier Spiel X und da muss sich jemand hinsetzen und Tool Y für machen? Oder gibt es generell Tools, die mit vielen Spielen connecten können und einfach dafür sorgen können, dass das dann da als Screenreader für dich funktioniert? Also wenn das Spiel das selber mitbringt, was in den seltensten Fällen der Fall ist, dann muss man da gar nichts machen. Mhm. Aber es gibt auch sehr viele Spiele, wo man ja selber was modden kann, also erweitern. Mhm. Und da wiederum kann man andocken oder halt irgendwie, wie es bei Hearthstone ist, dass es reverse-engineert werden musste von uns quasi. Mhm. Und wir dann den Client umgebaut haben. Krass, das ist auch ein ganz schöner Aufwand, der dann da reinfließt, ja, um sowas umsetzen zu können. Ja, und das muss auch bei jedem Update neu gemacht werden, weil bei jedem Update überschreibt sich quasi der Client. Das ist ja furchtbar. Und es heißt, also wir hatten wirklich mal den Fall, da, weil am Anfang hat das nur ein Entwickler gemacht. Mhm. Und es konnte passieren, dass wir wochenlang auf ein Update gewartet haben. Und irgendwann hat der dann gesagt, ich kann das nicht mehr, ich kriege das zeitlich nicht mehr hin, ja, weil sich so viel verändert. Und dann hat die Community gesagt, okay, wir übernehmen das jetzt. Und es ging auch zeitgleich eine Petition an Blizzard raus, dass doch bitte Native, also dass sich Blizzard da selbst drum kümmert. Und die ist auch angenommen worden. Die haben sie auch gesagt, werden sie machen. Nur wann das passiert, ist halt die andere Frage, weil das ist jetzt auch schon ein Jahr her. Mhm. Bis jetzt kam da leider noch nichts. Aber man weiß ja nicht, was da im Hintergrund so abläuft. Ja, ist natürlich cool, dass sie überhaupt dann darauf reagieren. Aber da muss man ja auch sagen, es betrifft ja einfach wirklich viele Menschen, denen so der Zugang dann unnötig erschwert wird zu so einem Spiel, wo ich per se denken würde, ja, okay, sowas wie Hearthstone kann man ja eigentlich gut machen, wenn da eben so eine Technik mit drin ist. Hoffen wir mal, dass das dann tatsächlich auch bald umgesetzt wird und mit dem nötigen Ernst dann tatsächlich verfolgt wird. Es wäre schade, wenn dass sich das einfach noch so in die Länge zieht. Weil ich glaube, wenn Leute das quasi so entwickelt haben, die nicht mit dem Spiel normalerweise was zu tun hatten, würde das bei denen intern wahrscheinlich auch mit nicht allzu riesigem Aufwand möglich sein, sowas zu implementieren. Und das ist ja dann auch wieder ein guter ein Impuls vielleicht auch an andere Menschen, die Spiele machen, zu sagen, hey, guck mal, die haben das jetzt bei sich im Spiel drin, lass das doch bitte auch machen. Und ich finde ja generell, du hast das jetzt gerade schon beschrieben, mit welchem großen Aufwand dann da Menschen sich hinsetzen und solche Tools eben programmieren. Es wäre eigentlich sinnvoll, wenn man schon während der Entwicklung eines Spiels bemerkt, von wegen, hey, wir möchten ja möglichst viele Menschen hier inkludieren und ihnen den Zugang zu unserem Spiel ermöglichen. Lass doch mal vielleicht auch während der Entwicklung schon das Spiel Menschen zukommen mit Behinderungen, um zu schauen, wie sie damit klarkommen. Und gerade heute im PC-Bereich, wo du ja auch viel unterwegs bist, hast du ja häufig Early-Access-Phasen oder du hast Beta-Phasen von Spielen, wo auch bewusst das genutzt wird, um zu sagen, hey, wir geben mal Leuten Zugang und sammeln deren Feedback ein. Hast du da schon mal erlebt, dass das auch im Hinblick auf Accessibility irgendwie verwendet wird, dass man mal hergeht und sagt, hey, Svenja, spiel du doch mal unser Spiel und sag uns bitte, was wir machen können, damit das für blinde Menschen gut spielbar ist. Leider noch nicht so erlebt. Also was ich mal hatte, war, dass nach der Beta-Phase von Diablo 4 gesagt wurde, hier, wenn ihr Accessibility-Vorschläge habt oder da irgendwas noch fehlt, schreibt an die und die E-Mail-Adresse. Aber dass wirklich jemand auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, hier, wir haben das und das Spiel, teste mal bitte für uns, ob du das spielen kannst. Leider noch nicht, nee. Kennst du sonst, also vermute mal, du tauschst dich wahrscheinlich auch mit anderen blinden Spielerinnen und Spielern aus, von wegen, hey, was wäre vielleicht für uns ein geeignetes Spiel oder wie funktioniert das Spiel für mich leichter? Gibt es da jemanden, wo du sagst, der wurde schon mal irgendwie kontaktiert? Das kann ja auch sein, zum Beispiel von einem deutschen Studio, die dann hergehen und sagen, hey, wir suchen Menschen, denen wir da vorab mal Zugang geben können. Hast du überhaupt schon mal irgendwo so einen Fall wahrgenommen, auch wenn er dich nicht betroffen hat? Nicht direkt, aber ich kenne jemanden, der das beruflich macht. Mhm. Der ist englischsprachig unterwegs. Der macht das wohl sehr häufig. Auch der hat auch bei Forza unter anderem mitgewirkt und hat da beraten. Mhm. Also sowas gibt's schon, aber also im deutschsprachigen Raum tatsächlich nicht. Nee. Mhm. Das ist schade. Also auch hier sicherlich noch Verbesserungsbedarf irgendwie vorhanden, dass man einfach frühzeitig hergeht und so einen Aspekt vielleicht in der Entwicklung schon mit berücksichtigt. Aber um nochmal den Teil meiner Frage davor nochmal zu vertiefen, bist du denn connected irgendwie zum Beispiel bei Discord oder anderswo und tauscht dich aus mit anderen blinden Gamerinnen und Gamern? Ja, teilweise schon. Also das mit der Hearthstone, das hatte ich ja auch
von meinem Team, da damals TeamSpeak-Server, wo ich mich mit anderen Blinden austausche. Und die haben dann das gesehen und gesagt, hey, das sieht doch so ähnlich, es ist doch so ähnlich wie Crazy Party, das ist ein Audiogame. Da gibt es auch eine Art, wo man dann so Karten spielen kann. Und die haben dann gesagt, Mensch, das ist doch so ähnlich, lass uns das doch mal spielen. Und ja, ich bin dann dran hängen geblieben. Also das hat dich sowas, Hearthstone, auch schon vom Konzept her eigentlich vorher interessiert? Oder war das für dich wirklich so eine Premiere, dann auch in diesem Genre unterwegs zu sein? War eine Premiere. Ich meine, ich kannte damals Yu-Gi-Oh! Die Serie. Das habe ich jetzt nicht selber verfolgt, aber wusste dann auch erst noch nicht, dass es wirklich ein Kartenspiel ist. Und erst durch die Beschäftigung mit Hearthstone habe ich dann festgestellt, okay, da gibt's eigentlich, das ist ein ganzes Genre. Wie ist denn dann für dich der Schritt erfolgt, dass du gesagt hast, hey, ich spiele das jetzt nicht nur für mich, sondern ich gehe auch raus und mache mir einen Twitch-Channel und streame tatsächlich, also seit längerer Zeit kann man dich ja schon wöchentlich sehen, dass du im Hearthstone bei Twitch spielst, ich glaube immer einmal in der Woche. Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen, zu sagen, hey, ich mache mir jetzt einen Twitch-Channel und ich fange mit Streamen an? Ganz ursprünglich war gar nicht gedacht, dass das ein Gaming-Channel wird. Okay, was wolltest du eigentlich machen? Und zwar war es so, ich hatte, ich war zu der Zeit schon öfter mal auf Twitch unterwegs, also in anderen Chats. Damals habe ich eher so Softwareentwicklungsstreams verfolgt. Und da wurde ich dann immer mal wieder gefragt, Mensch, wie programmierst du denn blind? Und dann habe ich irgendwann, weil ich keine Lust mehr hatte, das immer im Chat zu schreiben, gedacht, okay, machst du einen Dev-Stream? Und dann war es so, dass ich zwei Streamer hatte, die auch so Webdev gestreamt haben, also Webseitenentwicklung, und habe irgendwann davon geträumt, ich würde das selber streamen und die würden mir dabei irgendwie helfen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt schon anfange, davon zu träumen, dann versuche ich das doch jetzt einfach mal. Und ja, aus dem Dev-Stream wurde dann sehr, sehr schnell ein Hearthstone-Stream und dabei bin ich dann geblieben. Ja, du hast ja mittlerweile auch schon, als ich geschaut hatte in der Vorbereitung, hier waren es, glaube ich, so 860 Follower, die dir da zuschauen. Hast du da auch, wie ist das, wenn da zum Beispiel Leute bei dir im Chat sind? Also interagierst du dann viel mit denen? Wie ist das für dich dann möglich? Also hast du neben dem reinen Spielen, was du dann machst, auch noch die Möglichkeit, dann da mit dem Chat tatsächlich in Austausch zu treten? Ja, hatte ich am Anfang nicht. Da bin ich immer hin und her gehüpft zwischen Streamchat und Spiel. Ja. Hab dann aber ganz schnell gemerkt, ich will das irgendwie anders haben, weil das ist ja doof so, wenn ich dann immer irgendwie 10 Minuten später erst reagieren kann. Das kennt man ja so nicht mit Streamern. Und dann habe ich mir ein Programm geholt, wo ich dann auch meine ganzen Bot-Interaktionen drin habe. Sowas wie, wenn jetzt jemand mir einen Sub gibt oder irgendwas redeemt. Und da ist auch eine TTS drin, also eine Text-to-Speech, die mir eben den ganzen Chat vorliest. Und dann bekomme ich in Echtzeit, wenn sie reinkommt, ich meine, klar, da gibt es immer ein paar Sekunden Delay, aber das kennt man ja von anderen Streamern auch, die Nachricht, die reingeschickt wird, mit auf der Tonspur und kann dann direkt reagieren. Super cool. Also, wie du dir das dann alles technisch eingerichtet hast. Freut mich, dass das für dich gut funktioniert. Wäre das denn auch was dich generell reizen würde, zu sagen, ich mache jetzt nur noch Vollzeit Twitch-Streaming? Es ist ja jetzt schon ein bisschen weg von deinem eigentlichen Dayjob. Aber fändest du das spannend, sowas zu machen? Oder generell vielleicht was noch näher am Thema Gaming ist? Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, irgendwann noch in die Game-Dev-Schiene zu gehen. Aber das dann auch eher neben dem Job, weil ja irgendwie komplett umswitchen, das ist, glaube ich, auch schwierig. Ja, okay. Vielleicht kannst du generell mal, ich finde es ja ganz erstaunlich, dass dein quasi dein Alltagsjob Softwareentwicklerin ist. Wie funktioniert das für dich? Also was hast du da für Möglichkeiten? Ich stelle mir das, also bin da jetzt kein Profi, was Softwareentwicklung angeht, aber ist es nicht schwierig, dann auch vor einem sehr umfassenden Programmcode zu sitzen und dann genau zu wissen, okay, hier ist jetzt ein Fehler und das ist dieser Fehler. Wie erleichterst du dir hier die Arbeit oder wie funktioniert das für dich in der Praxis? Da habe ich dann Tastenkombinationen, wo ich dann zu dem Fehler direkt hinspringen kann. Weil meistens arbeite ich ja mit Webseiten. Und da gibt es dann ja die Konsole, die mir dann auch direkt sagt, in der und der Zeile läuft das jetzt gerade nicht, guck da noch mal rein. Und dann kann ich direkt in die Zeile springen
und sehe dann, wenn ich Glück habe, den Fehler direkt oder halt nicht und frage dann einen Kollegen, hier, es will gerade nicht, was habe ich da falsch gemacht? Weil manchmal ist das ja, das haben Sehende auch, ne? Dann sieht man selber einen Fehler nicht und guckt jemand anders drauf, ja, hier, da hast du eine Klammer vergessen. Ein ganz blödes Beispiel jetzt, ne? Aber ja. Wie bist du denn generell auf diesen Berufswunsch gekommen, Softwareentwicklerin zu werden? Hatte das auch damit was zu tun, dass du vielleicht schon Games kanntest oder generell Programmieren in irgendeiner Form interessant fandest? Oder wie bist du darauf gekommen? Das ging relativ schnell. Also ich wollte ganz ursprünglich mal Sängerin werden. Mhm. Hab dann aber gemerkt, okay, das wird wahrscheinlich eher nichts. Und dann war die Überlegung, was kann ich denn stattdessen machen? Und dann habe ich relativ früh schon, also mit, okay, was heißt früh? Mit 17 um angefangen, HTML zu lernen. Mhm. Hab festgestellt, oh, das gefällt mir. Bin dann relativ schnell ausgestiegen, weil Schule und ich hatte dann irgendwie, kam ich nicht mehr weiter. Mhm. Und bin dann aber, 2012 habe ich dann meine Ausbildung gemacht zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung und habe da dann alles vertieft. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist es. Und habe dann erstmal beim Hessischen Rundfunk denen geholfen, ihre Software barrierefrei zu machen. Mhm. Hab dann aber festgestellt, dass irgendwie würde ich gerne lieber wieder richtig programmieren oder mehr programmieren und ja, mach jetzt das. Cool, ich habe gesehen auch, du hast ja auch einen Blog zum Beispiel, wo du gesprochen hast darüber, dass du auch in Podcasts schon zu Gast warst. Und ist das ein Medium? Also ich frage es auch, weil ich bin auch, mache auch gerne Podcasts zum Beispiel, so neben hier bei Rocket Beans sitzen und Sachen zu moderieren und das zu spielen. Ist das was, wo du dich wohlfühlst oder wo du dich auch sehen würdest, oder zu sagen, ich starte mal einen eigenen Podcast, wo ich über meine Geschichte und meine Themen spreche? Einen eigenen nicht, tatsächlich, weil der Podcast-Markt ist ja doch schon sehr gesättigt, aber ich habe durchaus auch nichts dagegen, wenn ich in weiteren Podcasts, also auch mal bei euch oder so, zu Gast wäre. Also das kann ich mir schon vorstellen, nur halt einen eigenen Podcast eher nicht. Okay, das heißt, du bleibst wahrscheinlich erstmal dabei zu sagen, du machst diese wöchentlichen Hearthstone-Streams, wirst wahrscheinlich keine hauptberufliche Twitch-Streamerin werden, die jetzt jeden Tag dann da stundenlang streamen. Das heißt, das bleibt erstmal so, behältst du erstmal bei für dich. Ja, also es kann sein, dass ich die Frequenz erhöhe mit zweimal die Woche, aber das, mal sehen. Aber auf jeden Fall, es wird kein Hauptjob, weil dafür mache ich die Softwareentwicklung einfach zu gerne. Okay, falls ihr euch da draußen jetzt gerade wundert, weil wir haben ja zwischendurch jetzt hier auch immer schon mal Segmente eingebaut, wie Svenja Spiele spielt, die wir angesprochen haben. Es wird dazu noch ein separates Video geben, das ihr euch auch anschauen könnt. Ich bin freue mich darauf schon, mit dir dann noch mal ein bisschen mehr in Hearthstone wieder reinzugucken, weil ich habe das zum Launch gespielt damals, fand das toll, aber dann kamen mir einfach 1000 andere Spiele dazwischen. Und je länger man dann raus ist, desto höher, finde ich, wird so die Hürde da wieder einzusteigen, und ich würde das Spiel heute wahrscheinlich gar nicht mehr wiedererkennen. Spielst du das denn wirklich so seit 2021 dann auch am Stück, oder hattest du auch mal Phasen, wo du gedacht hast, ah, jetzt war ich irgendwie 4 Wochen oder weiß nicht 3 Monate raus, jetzt hat sich bestimmt alles verändert? Und ist das heute noch ein Spiel, wo du sagen würdest, man kommt da noch gut rein oder auch wieder rein, wenn man mal pausiert hat? Also es gibt ja alle, ja, eine Rotation, da fliegen dann alte Kartensets raus. Mhm. Und wenn man also so März, April rum, jetzt gibt's dann auch die nächste Rotation, wenn man da startet, ist eigentlich am besten, weil dann hat man wenige Sets, mit denen man sich auseinandersetzen muss, und kriegt dann auch schneller die Karten wieder. Und ich sag mal so, solange ich noch nicht Legend war, werde ich das weiter monatlich spielen und dann auch versuchen, jeden Tag zu spielen, damit ich halt nicht wieder rauskomme. Mhm. Ja, also es gibt durchaus auch, also klar, es gab mal Phasen, wo ich vielleicht 1-2 Wochen nicht gespielt habe, aber dann halt eher, weil es nicht ging. Ja, okay. Gibt es denn sonst noch irgendwie ein Spiel, was du so Visier hast, wo du denkst, ah, das würde ich auch gerne mal im Stream machen, aber dir fehlt entweder die Zeit oder das Spiel bietet die Möglichkeiten noch nicht? Was wäre da, du hast ja vorhin schon mal ein paar Spiele genannt, die du gerne spielen würdest, die dir aber nicht möglich sind. Was wäre so das erste Spiel, was dir in den Sinn kommt, wo du sagst, ah, das fange ich jetzt auch mit Streamen an, wenn es denn möglich wäre aus zeitlichen oder eben Barrieregründen? Ich habe das ein oder andere schon mal angezockt, also gerade so Brock the Investigator oder halt As Dusk Falls. Sobald ich mal irgendwie ein Spiel hätte, wo ich sagen würde, okay, das kann ich auch über Monate oder Jahre spielen, da habe ich jetzt
so nichts auf dem Schirm tatsächlich gerade. Okay, aber dann vielleicht kommt da noch was dazu. Ansonsten schaut ihr auch bitte gerne mal bei Svenja auf dem Channel vorbei und schaut, wie sie Hearthstone spielt. Ich habe mir da schon ein paar Streams mal reingeschaut. Wie gesagt, ich bin nicht mehr so in dem Spiel drin, aber habe dann gedacht, ah, schon cool und auch cool, wie du das machst. Svenja, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Ich freue mich drauf, dass wir noch unsere Gaming-Session haben. Wir werden neben Hearthstone übrigens auch Brock the Investigator da spielen, was von sich aus gleich eine Menge coole Optionen mitbringt, damit auch Svenja das cool spielen kann. Und das ist ein sehr, sehr schönes Grafik-Adventure. Vielen Dank, dass du heute für das Gespräch hier warst. Möchtest du abschließend noch was loswerden? Einen kleinen Appell vielleicht an Menschen da draußen, die Spiele machen, was die besser machen sollen, was die anders machen sollen. Dann ist jetzt nochmal hier deine Bühne dafür, wenn du noch was sagen möchtest zum Abschluss. Es ist so ganz allgemein, wenn ihr jetzt denkt, okay, ich mache irgendwie ein Spiel, aber ich wusste jetzt irgendwie noch nicht, wen ich da ansprechen kann. Ich traue mich irgendwie noch nicht, dann gerne raus. Schreiben einfach so, hier, wir suchen jetzt Leute, die davon irgendwie betroffen sind. Was können wir dann am ehesten machen? Einfach wirklich direkt anschreiben, ist am besten. So, sehr cool. Und dann, ja, wie ich immer so schön sage, thanks for having me. Sehr, sehr gerne, Svenja. Vielen Dank dir. Wir sehen uns weiter am Spieltisch, wo du noch ein bisschen PC-Gaming dann mit mir gemeinsam machen wirst. Ich sag vielen Dank. Ich sag auch vielen Dank nochmal bei Aktion Mensch, die hier heute unser Partner sind. Ihr könnt euch da ein Los holen, könnt tolle Gewinne abstauben und unterstützt dabei Projekte für soziale Inklusion. Auch mit Gaming-Background, wie zum Beispiel Gaming ohne Grenzen. Auch das eine schöne Sache. Also vielen Dank euch da draußen auch fürs Zuschauen und tschüss. Ciao.